Am 10. August 2024 haben wir eine Wanderung zu einigen Erbgruften in unserer Nachbarschaft unternommen. Wir wanderten zuerst zur Erbgruft Obergedern der Familie Rüpping, dann zur Erbgruft von der Gut Schede der Familie Harcourt und zuletzt die Erbgruft Mallinckrodt der Familie Jordan. Also heute extra, hast du was schweres Gepäck heute, ja? Ja, das war der große da wahrscheinlich. Wir starteten unsere Wanderung bei schönstem Wetter in Gedern. Die Tour führte uns an der Gederner Kapelle vorbei, ein Stückchen hier längs, dann sind wir an der Erbgruft, an der ersten. Weiter ging es durch das Gederner Tal, durch schöne Wälder, bis wir die erste Erbgruft Obergedern der Familie Rüpping erreichten. Hier hat uns Thorsten Schmitz mit seinem sehr guten Wissen über die Erbgruft viel mitteilen können. Ich wollte erstmal bei Gedern anfangen. Na, Gedern selber ist dieses ganze Gebiet und teilt sich in Obergedern und Gedern. Ein Untergedern habe ich nicht gefunden, obwohl es ein Obergedern heißt. Und Gedern ist eigentlich eine ländliche Gemeinde, die schon ungefähr so alt ist wie die Burg Volmarstein, vielleicht sogar älter. Das war ein Rittergut, das auch zur Burg Volmarstein gehörte. Das heißt, die Volmarsteiner Grafen haben das auch verliehen, in Anführungsstrichen, also ein Lehen gegeben, zu dieser Gruft Obergedern. Das ist eigentlich keine richtige Gruft, sondern ein Privatfriedhof, weil es keine Merkmale einer Gruft hat, ne, sondern es ist wie ein Friedhof. Und das ist der Privatfriedhof der Familie Rüpping. Aha. Die Familie Rüpping kommt ursprünglich aus Dortmund-Barup. Da gibt es auch einen Rüppingsbach in Barup, also von da kommen die. Die waren da, hatten eine Mühle da. Und ein Sohn ist dann ausgewandert Richtung Wengern. Und im 30-jährigen Krieg kam dann der Andreas Rüpping von Barup nach Wengern. Und die Kinder wurden in Wengern geboren und zogen dann teilweise auf Höfe nach Esborn, Grundschöttl, Volmarstein. Und die Familie ist verwandt mit der Familie Blankenagel. Also die haben in die Familie Blankenagel eingeheiratet. Blankenagel ist vielleicht ein Begriff, der erste Pfarrer, der evangelischen Gottesdienst in Wetter gehalten hat, war ein Blankenagel. Die Familie Rüpping hat verschiedene Berufe, Messerschmiede zum Beispiel waren sie auch. Und ein Urenkel heiratete dann in die Gutsfamilie Pampus. Die Familie Pampus hatte hier auf Gedern einen Bauernhof oder einen Gutshof. Und der Gederner Zweig, der also hier ansässig war, hat diesen Privatfriedhof auch angelegt. Und ist durch dieses Bauerngut auch recht vermögend damals geworden. Eine Tochter hat in die Familie Niederste-Hülsberg bei Vorhalle eingeheiratet und ist die Mutter von Friedrich Peter Hülsberg. Und dieser Friedrich Peter Hülsberg ist der Vater von der Frau von Gustav Vorsteher. Und die Familie Reschop ist halt ebenfalls verwandt mit der Familie Rüpping, zusammen verheiratet, eingeheiratet und hat dann hier oben auch ein Bauerngut gehabt. Aha, so. Und daher kommt dieses. Also es ist einer der wenigen Privatfriedhöfe, die wir hier oben in Wetter haben.
Weiter ging unsere Wanderung durch Wälder mit oft schönen Ausblicken auf die Ruhrhöhen. Bald erreichten wir das Erbbegräbnishaus Schede. Auch hier konnte uns Thorsten viel Wissenswertes erzählen. Weil Gut Schede war ein Adelssitz, das bis auf das 9. Jahrhundert zurückgeht. Aber welche Adelsfamilie hier ursprünglich lebte, habe ich noch nicht rausgefunden. Das Gut liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Herdecke und hat nie zu Wetter gehört. Die politische Grenze von der Stadt Wetter hat sich seit über 600 Jahren nicht verändert. Ist also identisch. Von Altwetter heutzutage, muss man ja sagen. Richterfamilie Reinermann, der war Richter in Wetter. Und die Familie war mehrfach mit der Hattinger Richterfamilie Merker versippt. Wer jetzt Merker hört und kennt Harcourt, der weiß, dass die Mutter von Friedrich Harcourt eine Merker war. Der Richter Kaspar Reinermann war hier Besitzer und dem gehörte das Gut auch. Ja, und die Enkelin von dem Reinermann, das war die Luisa Harcourt, die Großmutter natürlich von Friedrich Harcourt. Sie hat 1748 den Johann Kaspar Harcourt geheiratet und ihr gehörte dann nur noch ein Teil von diesem Besitz. Und sie hat also nicht mal die Hälfte, sondern noch weniger. Und sie hat dann 1753 und nochmal 10 Jahre später die restlichen Teile aufgekauft. Und seitdem ist das Gut in einem Besitz der Familie Harcourt. 1795 haben dann nach ihrem Tod haben ihre Söhne, Johann Kaspar und Peter Nikolaus, das Gut geteilt. Also das ganze Gut geteilt und Peter Nikolaus Harcourt hat dann Gut Schede bekommen. Während Kaspar Harcourt das Gut Harcourten genommen hat. Also Friedrich Harcourt hat auch nie selbst hier gelebt, sondern der hat in Wetter und am Stennert in Haspe gewohnt. Also 1814 wurde dann dieser Privatfriedhof angelegt von Peter Nikolaus Harcourt selber für seine Frau Clara Busch. Und seitdem sind alle auf Gut Harcourt lebenden Harcourts hier begraben worden. Friedrich Harcourt wurde dann 1880 hier begraben. Und er starb in Dortmund-Hombruch, kann man auch auf dem Grab sehen. Und als der Trauerzug, er ist also mit dem Zug vom Barob nach Wetter gebracht worden, und als der Trauerzug hier raufgegangen ist, heißt es, wäre er so lang gewesen, dass der Sarg schon hier oben war, da sind die letzten unten am Bahnhof erst losgegangen. Aber schon 1835, also 45 Jahre vorher, ist seine Frau hier bestattet worden. Sie ist 1835 in der Freiheit verstorben. Und ich glaube, es werden auch keine mehr bestattet, keine Bestattungen hier mehr durchgeführt, weil es gibt keine frischen Gräber und wir müssten ja aus den letzten 30 Jahren, müssten ja ansonsten Gräber hier sein. Ist da? Ja, gut gemacht, danke. Das müsste dann seine Frau sein, Johanna. Nee, das ist so versteckt. Die ist etwas später gestorben. Aber irgendwie geschichtlich habt ihr da auch was gelernt. Ja, ja, cool. Vielen Dank.
Ja. Das kenne ich, da war ich mit meinem Sohn und seiner Freundin. Nicht weit von hier befindet sich die Erbgruft Malincrott der Familie Jordan. Auch hier wusste Thorsten uns einiges zu erzählen, was viele noch nicht gewusst hatten. 50 und 1300 geschrieben wurde, ist ein Dietrich von Mesekenwerke mit dem Gut Malincrode belehnt worden. Aus Mesekenwerke, weil er mit dem Gut Malincrode hat, hat er den Namen Malincrode angenommen, aus dem ist dann Malincrott geworden. Später gehörte halt zu dem Gut Malincrode auch die drei Höfe in Obergedern. Die gehörten dann zusammen, die wurden gemeinsam belehnt und die Ruhr mit Fischerei in diesem Bereich gehörte zu Malincrott. An der Ruhr stand auch eine Mühle und es war ein Wehr da. Also das war damit ein kleiner Teich, damit die Mühle auch bedient worden ist. Die stand auch nicht lange, die stand nur etwa 100 Jahre und das ist vor 500 Jahren gewesen etwa. Also es ist schon lange her. Also Gut Malincrott gehörte zu Volmarstein, wurde von dort belehnt und nicht zu Wetter. Obwohl Wetter näher ist, auf der gleichen Ruhrseite, gehörte es aber zu Volmarstein. Und auch nach Zerstörung und Eroberung der Burg Volmarstein war es weiterhin Besitz der Grafen von Volmarstein, später von der Recke. Später besaßen die Grafen von der Mark dann halt sowohl die Burg Wetter als auch die Burg Volmarstein. Und die Burgherren von Malincrott waren dann Burgmänner von Volmarstein und Wetter. So, dann zum Malincrott wurde das Haus, was wir heute sehen, ist quasi 1896 vom Bankier Hans Jordan, der ist hier begraben, erworben worden und zu dem, wie es jetzt aussieht, umgebaut worden. Englischer Stil, ne? Hans Jordan ist 1923 gestorben, 1923, nicht 2023, 1923. Und seine Frau hat das dann in den 20er Jahren, das Schloss Malincrott sozusagen als Künstlerkolonie genutzt. Es waren viele Schriftsteller, zum Beispiel die Mali Bela aus Hagen, die Musikprofessorin Maria Philippi aus Köln haben hier gewohnt, Ernst Bauke, Chordirektor und Gevelsberg Gymnasiallehrer oder so, hat hier gewohnt. Ja, meine Großtante Martha Schmitz war Chorleiterin, Pianistin, die hat auch hier gewohnt. Und die Claire starb 1933. Die einzige Tochter, die noch lebte, es war noch ein Sohn, der ist aber ganz früh gestorben, hat einen Willi Springorum geheiratet. Und deswegen liegen hier auch Springorums, weil seitdem gehört das der Familie Springorum. Der Springorum war Generaldirektor der Vaterländischen Feuerversicherung, aus der ist dann die Colonia-Versicherung, heute AXA, hervorgegangen. Und er war Vorstandsmitglied der Vereinigten Glanzstoff AG in Wuppertal. Das ist eine riesen Stofffabrik gewesen. Und der Springorum ist 1958 hier auf Malincrott gestorben. Dieser Privatfriedhof ist von der Familie Jordan angelegt worden, nicht von der Familie Malincrott oder so. Ist also nicht so alt, weil es heißt ja Erbbegräbnis Malincrott. Wo die Malincrott selbst begraben worden sind, ist gar nicht bekannt. Das weiß man gar nicht. Ja. Vielen Dank, Thorsten. Von hier wanderten wir wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt nach Gedern. Schluss der Wanderung kehrten wir in den Gasthof Brinkmann ein, wo wir sehr nett begrüßt und bewirtet worden sind.
Unser erster Vorsitzender, Rainer Kuhnhen, bedankte sich noch einmal für die gelungene Wanderung bei Silke Gößling und Thorsten Schmitz. Bedanken. Das war wieder ganz große Klasse und die Mühe, die ihr euch da immer macht, das ist also wirklich beachtlich. Und zum anderen hatte diese Wanderung ja einen ganz besonderen Touch, nämlich den kulturellen. Und unser Kulturpapst hier, Thorsten, der hat sich wieder in alten Kirchenbüchern umgesehen und auch im Internet sachkundig gemacht und hat uns interessante Sachen über die Erbgruppen erzählt. Auch dafür recht herzlichen Dank. Dann wünsche ich allen einen guten Appetit und im Nachhinein eine gute Heimreise. Danke. Danke.